Los geht's, Sovereigns! Klatsch, 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 klatsch! Oh, entschuldigen Sie, Präsident, Sonnenblumenkern verschluckt. Willkommen zurück bei Tropico 6. Ich musste das Spiel eben nochmal beenden und neu starten, weil ich ich hatte die Aufnahme noch gar nicht am Laufen. Da kam der Typ auf einmal, ich verstehe nicht, wo der herkommt. Ich habe das Spiel beendet, da war er noch nicht da. Jetzt ist er auf jeden Fall auf einmal da. Tribünen vollpacken. Ich höre, dass das Team der USA nicht kommen wird, falls wir nicht mehr... Ich höre, dass das Team der USA nicht kommen wird, falls wir nicht mehr Touristen anlocken. Wir haben die CUS angekündigt, aber es herrscht Verwirrung darüber, wo die Spiele abgehalten werden, da wir kein Stadion haben. Was sonst? Bauen wir einfach eins. Schaffen wir noch ein paar Arbeitsplätze, wo wir schon dabei sind. Ein Stadion bauen und das soll Besucher haben. Und ein Gebäude der Kategorie Staatsführung bauen, kenne ich nicht. Ach, es scheint mir so, als ob die Leute ihre doofe Insel nicht besuchen wollen, Kumpel. 5 Sterne ist ein optionaler Auftrag. Wissen Sie, was ich tue, wenn ich Zweifel habe? Ich baue ein Hotel. 5-Sterne-Hotels tun gut, wenn etwas an Ihnen nagt. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Geldes. Wenn Sie es versauen, haut Sie jemand raus. Allerdings nicht ich. Diese Aussage war rechtlich nicht bindend, okay? Ein Gebäude des Typs Wolkenkratzer-Hotel. Und 20 Tourismus-Indizes von 100. Ich bleibe dabei, dass das Indizes heißt. Energieknappheit, das ist natürlich schade. 0. Ist aber keine Knappheit. Kein Überschuss ist noch keine Knappheit. Uff, ein Stadion. Ein Stadion. Wo baut man denn hier am besten ein Stadion? Müsste ich mal wissen, wo ich dieses Wohngebiet bauen will. Die Touristen, die besucht haben, besitzen die Touristenunterkünfte, richtig. Touristenunterkünfte. Kann man auf dieser Insel was machen? Liegt da irgendwas drunter? Oh ja, da liegt eine Menge Öl. Aber die wäre doch eine super Touristeninsel auch. Mal sehen. Wo könnten wir... Wir müssen auch eine Universität bauen. Lassen wir das Spiel einfach mal laufen. Dann bekommen wir Geld und dann können wir mal diese Universität bauen. Oh, da haben wir schon Geld. So, Universität. Und irgendwie, wo will ich das neue Wohngebiet bauen, wenn ich dann eins baue? Okay, hier oben muss anscheinend Tourismus hin. Ja, dann könnte doch hier so eine Touristengegend werden. Hier am Strand und dann wieder da oben. Und ein Wohngebiet könnte man doch... Hier ist nicht so viel Platz auf der Insel, ist das Problem. Wie wär's hier hinten einfach? Ach nee, Quatsch. Hier habe ich's doch schon angefangen zu bauen. Ja Mensch, ich... Der Zonge kriegt mal wieder nichts mit. Da kann jedoch auch gleich irgendwo die Universität hin. Oh, ist die teuer. Okay. Wo kommt die hin? Direkt hinter die... Vielleicht platzieren wir die... So. Poff. So. Das sollte doch erstmal was bringen. Touristen, die Tropico besucht haben. Ah, und Tourismusunterkünfte sollte ich weitere bauen. Hab ein Ding gefunden. Danke, George Doherty. Gucken wir mal, Wolkenkratzer Hotel. Da kann man. Oder vielleicht sollten wir erstmal den Touristen was bieten, dass die auch kommen wollen. Ja, eigentlich wäre es doch nicht schlecht. Haben wir das hier schon auf Luxusliner? Ja. Ein Yachtclub. Warte, wie viel? Ach, die bringt so viel Geld, die kann man schon mal holen. Ich muss mir Strom holen. Sie wissen, dass Mathematik die Geheimsprache des Universums ist? Ja, das weiß ich. Ein Forschungslabor. Ach ja, gute Idee. Ich brauche mehr Energie. Oh,
Machen wir doch erstmal die Effizienz. Ja, irgendwie. Also wenn Geld kommt, baue ich einen Yachtclub. Vielleicht hier. Und irgendjemand im Hotel? Da gibt doch keinen Sinn. Hier ist doch der benötigte Vermögen gut situiert. Er gibt doch keinen Sinn, dass die ganzen reichen Touristen, dass die in diesem, in so einem normalen Hotel, oder kann ich da irgendwas ändern? Nö. Senkt die Wohnqualität? Nee. Nee. Bauen wir doch ein schönes Wolkenkratzer-Hotel für die Leute. Aber jetzt bauen wir erstmal den Yachtclub. Der wird hoffentlich so viel Geld reinbringen, wie er gekostet hat. Na, mehr sollte er reinbringen, sonst wäre das auch ein schlechter Deal. Ja, wisst ihr, ja, die bei der Mietskaserne, die können hier am... Oh, wir haben zwei Touristen helfen. Alles Luxusliner. Das ist ein Hüttendorf. Oder sollen wir noch... Ach komm, wir machen auch ein paar... Machen wir auch ein paar gut situierte. Aber wir müssen hier natürlich noch ein schönes Wolkenkratzer-Hotel platzieren. Oh, da fällt mir ein. Hier, bewaffneter Hausmeister überall. So, ein bisschen Geld halte ich einfach mal auf Tasche. Wer weiß, wofür wir es mal gebrauchen könnten. So, jetzt stellen wir hier einen ausländischen Arbeiter ein. Das war doch der Auftrag. Genau, Immigrantenbildung, Universität einstellen. Habe ich damit ja gerade getan. Das sollte jetzt erfüllt sein. Nö. Naja, wird schon noch. Sind die Dinger voll? Nein. Dann ist das hier wohl auch leer. Hä? Die sind reich. Die werden gut situiert. Reich, reich, reich. Wenn die alle reich sind, warum? Wenn sie reich sind, können die sich ein Auto leisten. Wenn die reich sind, können die sich ein Auto leisten. Die könnten doch einfach da wohnen. Das verstehe ich jetzt nicht. Merkwürdig, durchaus merkwürdig. Ich habe gerade nichts anderes, was ich hier verkaufen könnte. Haben wir echt keine Bekleidung? Müssen wir mal ändern, bringt so viel Geld immer. Hier ist ein Parkdeck. Eindeutig. Dann könnten die Leute, die hier wohnen, doch einfach... Ne? Die könnten zu diesem Parkdeck laufen, oder ist das zu weit weg? Muss das Parkdeck näher dran sein. Hier liegen Holzscheite. Oder sind das Zimt? Ne, sind Holzscheite. Ich dachte, vielleicht sind riesige Zimtrollen. Ist das Parkdeck zu weit weg oder wie? Wo wohnen eigentlich Leute in einem Conventillo? So, jetzt mache ich mal ein Experiment. Jetzt mache ich ein Experiment. Wenn ich die Mietskaserne direkt neben das Conventillo baue, dann sollten aus dem Conventillo alle arm und gut situierten, dann können sie mir auch nicht sagen, das hier. Wenn ich immer noch sagen muss, und das hier, das hat eine Wohnqualität von... Also für so viel höhere Wohnqualität... Aber Quatsch, ist doch Quatsch, das Haus ist doch auch nicht weiter weg vom Parkdeck als das hier. Warum ziehen die nicht um? Ich verstehe es nicht. Na, deshalb mache ich jetzt hier dieses Experiment. Also alle, die nicht mittellos sind, sollten das Conventillo verlassen und da reinziehen. Wenn das so hinhaut, wie ich mir das denke. So, aber das sehen wir jetzt noch nicht sofort, deshalb bauen wir jetzt erstmal ein Wolkenkratzhaus. Das ist teuer. Eventuell sollten wir jetzt auch einen Flughafen. Das ist also die Frage, da könnten wir ja auch stinkreiche Touristen. Und die bringen ja das richtige Geld eigentlich. Wir bauen erstmal das Wolkenkratzer-Hotel. Und das bauen wir schön hier gegenüber von dem anderen Hotel. Oder nein, bauen wir das vielleicht hier? Nee, da lassen wir mal den Platz frei. Oder bauen wir es so? Wir bauen es so. Ich habe das Gefühl, dass das weniger Platz wegnimmt. So. Wartet mal. Ich habe doch gesagt, ich will das ändern, dass wir keine... Warte, haben wir irgendwo... Bauen wir irgendwo Mais an? Ja, ein wenig. Das wird wahrscheinlich alles sofort in diesem Mastbetrieb verschlungen. Oh nee, da läuft das Lager voll.
Die machen Schwein. Ach, das heißt, wir können Fleisch mal an jemanden verkaufen. Halt, jetzt konnte ich doch mal das Forschungslabor holen. Jetzt könnte ich das mal holen. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Das muss bei Medien und Bildung sein. Oh, ist das teuer. Aber wir brauchen es ja. Ist das so groß wie... Nee, das ist größer als die Bibliothek. Hier einfach hin? Neben das Atomkraftwerk? Ich glaube, es ist die Drohnenkommandozentrale. Weiß ich ja. Ganz ehrlich, das Ding brauchen wir nicht. Das kostet einfach nur Geld. So, weg damit. Da kommt jetzt das Forschungslabor hin. So. Ja, genau. Hier gleich gegenüber der Pharma GmbH. Da wissen die gleich, wofür die forschen sollen. Da kann man das doch mal hinbauen. Ja, was ich nachsehen wollte? Mastbetrieb ist bestimmt zu teuer. Ja. Denn dann würde ich gerne Wolle herstellen. Beziehungsweise Baumwolle ist wahrscheinlich besser. Ja. Baumwolle von der Hydrokultur dürfte mehr bringen. Hoffe ich zumindest. Weil wir dann nicht die Baumwolle für Mais brauchen. Klar, wir könnten auch eine Farm nehmen. Aber das ist natürlich sehr fraglich, ob hier irgendwo Lamas gut gezüchtet werden können. Ja. Ja. Machen wir einfach Hydrokultur mit Baumwolle. Ich habe nichts gegen den großen Boss. Aber man kann keine Eintrittskarten für die Kirche verkaufen. Ich habe es versucht. Seien wir ehrlich. Jeder Penny, der für gute Zwecke ausgegeben wird, ist verschwendet. Profitgeschäfte sind immer der richtige Weg. Gott mag ihre Blasphemie vergeben, mein Kind. Aber für mich war Vergebung immer der schwierigste Teil meiner Religion. El Presidente, ignorieren Sie diesen Boten des Mammon und investieren Sie in Geschäfte zum Wohl der Menschen. Ein Büro bauen oder die Verordnung Verhütung verbieten erlassen? Büro bauen klingt viel einfacher. Also, Baumwolle, die Textilfabrik, Wolle oder Baumwolle, genau, und die Modefirma, Stoff oder Leder zu Kleidung, Moment, ein Krokodilmastbetrieb, theoretisch eine Farm, ich weiß halt nicht, ob eine Farm, wenn man das bedenkt, dass man keinen Mais braucht, effizienter ist. Aber da braucht man wieder die Miststreuer auch. Ja, nee, das bringt es eigentlich nicht. Also warte, ein Krokodil-Mastbetrieb und dann kann ich das direkt in die Modefirma tun. Brauche aber Hydrokulturen und Mastbetrieb oder ich brauche Hydrokulturen und Textilfabrik. Ja, nehme ich doch lieber Hydrokulturen und den Mastbetrieb. Und wollen wir vielleicht gleich den hier einfach ändern? Das ist jetzt eigentlich die billigste Methode. Wenn wir den hier einfach ändern auf Krokodil. Stopp, wir brauchen dann noch eine Fischfarm. Fast wieder vergessen. Das ist wichtig, die Fischfarm dann noch zu holen. Mit wem wollen wir eigentlich ein Bündnis mal? Die EU ist im Moment am einfachsten. Naja, mal sehen. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von... Ja, das haben wir jetzt nicht wirklich nötig. Nettes Hotel, Präsidente. Ich hab schon höhere gesehen. Ich hab schon bessere gesehen. Aber es ist nicht schlecht für einen Anfänger. Ich baue seit Jahren Zeug. Naja, ich bezahle für Sachen, die gebaut werden sollen. Na gut, ich leihe mir Geld, um für Sachen zu zahlen, die gebaut werden sollen. Wenn man sich genug leiht, muss man es anscheinend nicht zurückzahlen. Sehr schön. Achso, ich dachte, das war die Aufgabe. Ich bekomme die. Immer noch kein Glück mit den Touristen, was? Die denken wahrscheinlich, dass ihr Land arm ist. Hey, es ist arm. Und voller armer Menschen. Drei Bettlaken. Aber sie können die wahrnehmen. Aber sie können die Wahrnehmung verändern. Deswegen bin ich so ein politisches Chamäleon. Ich sage immer die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Verkaufen Sie sich selbst ein wenig Klasse und verkünden Sie, Tropico ist nicht arm, es hat Schiffe, so in etwa. Poetisch, oder? Sehr schön, den Yachtclub haben wir ja schon und Touristen... Ja, da, sehr schön. Das war einfach, Forderung der EU. Ach, sowas wieder. Nette Boote haben Sie da, mein Freund. Ah, nicht so groß wie meins,
Aber meins schwimmt eigentlich auch gar nicht. Es ist so groß, dass es einfach auf dem Meeresgrund sitzt. Der Tourismus nimmt jedenfalls zu. Was? Ja? Wirklich? Nein, Kumpel. Sorry. Ich kann es einfach nicht. Smalltalk. Nicht mein Ding. Hab's nie gelernt. Lassen Sie uns reden, wenn wir beide auch etwas zu sagen haben, okay? 20 Tourismusindizes, okay. So, jetzt sollte gleich der nächste Auftrag kommen. Nicht. Na gut. Ah, schön, die ist mit der Universitätsausbildung haben wir jetzt. So, ist das schon voll? Nein. Na okay, bauen wir mal diese Fischfarm. Wir werden sie schon noch bauen. Jetzt muss ich die erstmal pausieren, bis meine Fischfarm anläuft. Ja, kommt schon, Leute, ein bisschen Geld. Was kann ich denn hier noch machen? Die Wahl war ein wahrer Erdrutschpräsident. Ja, ich weiß nicht, wie die Arbeiterschaft. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Machen wir mal freie Medien. Hier hatten wir gesagt. Wer verschlechtert den Ruf und das senkt die Wohnungszufriedenheit? Das möchte ich nicht. Was haben wir hier? Machen wir mal freier Handel. Und das machen wir mal so. Alles klar, bis 2009. Irgendeine Mission hat sich gerade erfüllt. Da kommt schon, Leute, bringt mir mal Geld für so eine Fischfarm. Nur so eine Fischfarm, Leute. Seid doch mal ein bisschen großzügig. Ach, wie lief's denn bei unserem... Oh, schön, da ist das Geld. Wie lief's denn hier? Sind jetzt hier... Hier sind eine Menge Leute reingezogen. Und jetzt sind die immer noch gut situierte. Obwohl hier noch Platz wäre. Für einen Haushalt wäre hier noch Platz. Das ist jetzt seltsam. Wahrscheinlich wird's noch... Wahrscheinlich werden die da aber gleich rausziehen. Das wäre jetzt eigentlich anzunehmen. Ist der Laden voll? Nö, überhaupt nicht. Na gut. Fischfarm. So, ich würde irgendwie mal gerne einen Strand bauen, weil das stilvoll ist, aber ich weiß, es ist völlig egal. Deshalb baue ich die einfach mal, wo es passt. Und hier passt es doch sehr gut. Eigentlich passt es hier hinten doch besser. Denn dann können wir die da so hochziehen. Hätten in der Mitte so viel Fläche. Was, wenn ich sie einfach hier oben, wenn ich hier einfach weiter mein ganzes Zuchtgebiet mache? Hier der agrikulturelle Sektor. Ach, setz mich doch einfach. Einfach hier hin. Ja, setzen wir es einfach hier hin. Zack. Ein bisschen Geld behalte ich mal übrig. Und da fällt mir ein, wir müssen mal so einen Raub machen. Wir müssen uns mal so ein Weltwunder holen. Das ist übrigens nur für Touristen, dieser Yachtclub. Und der ist auch mucho wichtig. Der sollte leer werden, das Konventil. Und das hier voll. Das muss so sein, eigentlich. Wie ist eigentlich die Zufriedenheit unserer Leute? Ja, Gesundheitsversorgung war ja zu erwarten. Das werden wir gleich mal ändern. Unter Dienstleistungen finden wir da ein Krankenhaus. Bauen wir das doch direkt hier hin. Hallo? Passt es auch irgendwie mal? Hier hin? Okay, wir ersetzen es durch die Bibliothek, sobald das Ding hier fertig ist. Wie viel kostet der schnelle Bau? Zu viel. Wir reißen die Bibliothek dann hier ab, wenn das Forschungslabor fertig ist. Und dann können wir da das Krankenhaus stattdessen bauen. Jetzt ist das gleich der Fall. Und jetzt. In der Vergangenheit marschierte der Fortschritt voran. Doch Beine werden müde. Also wird der Fortschritt in Zukunft schweben. Ja, Intellektuelle. Alles klar. Und jetzt bauen wir das einfach
hier, hier, oder wenn ich so, dann könnte ich zwei nehmen. Ne, könnte ich nicht. Dachte, ich könnte so vielleicht sogar zwei nebeneinander. Okay. Ist das vorne? Ne, das ist, glaube ich, vorne, oder? Ne, das ist vorne, oder? Ich glaube, das ist vorne. Ich hoffe, dass das vorne ist. Autos, sehr schön. Ja, wir haben im Moment einfach noch nicht das Zeug, was wir denen verkaufen könnten, was die haben wollen. Warte, doch, Zucker haben wir. Zucker haben wir. Und wir sollten jetzt auch direkt mal noch, das habe ich ja ganz vergessen, wir sollten auch noch Ananas und Ähnliches anbauen für Saft und so. Und wie läuft es hier, mit dem Zuckerlager? Wird das nicht zu voll? Ja, hier habe ich Ananas und Mais. Und Mais? Und oh, warum ist hier so viel Mais? So viel Mais brauchen wir doch nicht. Wir brauchen nicht so viel Mais. Eigentlich brauchen wir gar keinen Mais mehr. Bauen wir doch mal dann eine Saftpresse. Wo ist die? Industrie. Saftpresse. Fruchtpresse. So. Die kommt am besten hier oben zu den Plantagen. Können wir die nicht irgendwo hier noch reindrücken? Hier so? Ich will ja keinen Platz für die Modefirma allerdings. Die muss dann woanders hin. So, Fruchtpresse. Zack. Und die Fischfarm kriegt allerdings mal hohe Priorität. Wir sollten auch mal vielleicht Bergwerke bauen. Wir haben hier so viel Zeug auf der Insel. Ja, sowas zum Beispiel jetzt weniger. Kohle, Eisen, Gold. Atomwaffen! Haben Sie noch einen Platz in unserem Leben? Oder sind Sie nur Souvenirs aus dem Kalten Krieg? Wir könnten aber die Bergwerke mal alle modernisieren. Zack. Ich würde nie den Tag vor dem Abend loben, aber danach tue ich es auf jeden Fall. Danke für den Gefallen, Präsident. Tja, es gibt immer noch mehr Eier, die in die Pfanne gehauen werden müssen. Wer weiß, was passiert, wenn man genug Hühner mit einem winzigen in einen winzigen Käfig sperrt. Dann nehmen wir mal den Ruf. So. Zack, jetzt ist das alles verbessert. Und jetzt haben wir keinen Strom mehr. Solarkraftwerk ist zu teuer. Holt Geld ran. Dann beschaffe ich euch ein Solarkraftwerk. Ich möchte lieber als Bündnis. Wie viel kostet 81? Dann lobe ich sie und jetzt frage ich Nummer 421. Oh, Präsidente, ich entschuldige mich für die Verzögerung. Warten Sie, hatten Sie nicht schon einmal die gleiche Nummer? Wie dem auch sei, die wöchentlichen Vorschriften sind eingetroffen und Sie müssen für deren Einhaltung Dinge ändern. Was? Die wöchentlichen... Was? Wie dem auch sei, die wöchentlichen Vorschriften sind eingetroffen und Sie müssen für deren Einhaltung Dinge ändern. Nichts Extremes, versuchen Sie Spaß an Vorschriften zu haben. Das ist mein Motto. Okay, das nehmen wir mal an. Und jetzt, einen Moment. Jetzt habe ich mal eben gespeichert. Denn wenn man fehlschlägt, wenn man darin scheitert... Ja gut, habe ich einfach so gespeichert. Ich wollte jetzt gerade mal aus der Botschaft verbannen, denn wenn man daran... Warte, was, wenn ich die Botschaft abreiße? Denn wenn man scheitert, so ein Bündnis anzunehmen... Ach, kann ich nicht. Ja gut, dann soll es irgendeinen tollen Spruch geben, aber 18 Monate möchte ich darauf gerade nicht werten. Dann kann ich euch den jetzt leider nicht zeigen. Ich kenne ihn selber auch nicht. Aber das geht dann wohl gerade nicht. Ein Transportbüro brennt, das ist nicht gut, aber die Feuerwehr wird es bestimmt gleich regeln. Sehr schön, das Wolkenkratzer-Hotel ist voll. Dann könnten wir eigentlich gleich noch eins bauen. Wie ist denn jetzt die Zufriedenheit der Tropikaner so? Ist eigentlich ganz gut bei allem, außer halt der Nahrung. Ja gut, ja, das muss halt eigentlich irgendwie so bei 80 und so sein alles.
Na gut, bauen wir doch jetzt mal noch ein Wolkenkratzer-Hotel. Zack, direkt daneben einfach. Ich muss. Das Solarkraftwerk, das habe ich ja schon wieder vergessen. Aber EU kann mir immer ein bisschen Geld rüberwachsen lassen. So, hierhin einfach? Ja, warum nicht einfach hierhin? Zack. Wir können was Neues erforschen. Machen wir das der Reihe nach? Oder machen wir... Wie machen wir es? Machen wir erstmal doch vielleicht die ganzen Gebäude. Besonders die modernen Gebäude, bei denen ist übrigens, glaube ich, am meisten... Hier. Oh, geht nicht mehr. Na gut. Dann warten wir jetzt einfach mal ein wenig. Die Fischfarm ist inzwischen fertig. Das heißt, die Krokodile können wieder gemastet werden und uns Leder bringen. Müssen wir nur noch irgendwo diese Modefirma hinbauen. Ich weiß noch nicht wo, aber... Irgendwo kriegen wir die schon hingebaut. Warum kann die Verfassung jetzt aufgehoben werden? Stand doch bis 2009. Egal. So. Modefirma. Ziemlich teuer, können wir uns noch nicht leisten, die zu bauen. Ja, die Energieknappheit macht man hier hohe Priorität. Hier kommt nicht genug Zeug rein. Naja, okay, das ist nicht sonderlich überraschend eigentlich. So viele wie das sind. Hier wechselt ihr doch mal die Ressource auf. Ananas. Und jetzt aber die Modefirma. So, die wird... Warte, kann da noch eine Straße zwischen? Ja, aber ist ein bisschen albern irgendwie. Neue Energy Drinks. Segen des modernen Lebens oder Einbahnstraße zur Diabetes? Kanal Uno Sponsor El Toro Rojo sagt, warum nicht beides? Fällt ein, wohnt hier überhaupt noch jemand? Könnten wir doch eigentlich abreißen. Die können doch viel besser in den Apartmenthäusern wohnen. So, und jetzt passt da doch die Modefirma vielleicht auch hin. Nein, aber wenn ich sie jetzt so drehe... Ja, dann passt sie nämlich. Haha. So. Oh, jetzt habe ich's. Der Sponsor. Hahaha. Der rote Stier. Haha. Haha. Ja. Kann man eigentlich in die Schornsteine da reingucken? Kann man da sehen... Ja, gut. Ist ja nicht sehr viel drin. Haben die das Ding ja bald mal fertig, damit wir ein bisschen Strom haben. Ach warte, ich muss die Überfälle mit Retten machen. Ohne bestimmten Fokus. Ja. Wir mal und dann müssen wir diesen Überfall nicht wiederholen, sonst kommen sie da ja nicht zu. Ich habe gerade Geld. Ich wollte irgendwas mit dem Geld machen. Ich wollte es für irgendwas ausgeben. Ich habe aber vergessen, was es war. Nein, das Hotel brennt. Achso. Ach, das stimmt gar nicht, Touristen. Na gut, das wird mir schon wieder einfallen, was ich machen wollte. Und dann mache ich es wahrscheinlich auch in der nächsten Folge. Wenn euch die hier gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, um weitere Videos nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen. Lohnt es sich zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.